ein Platz. Genau. Oh, herrlich. Ich glaube, kurz zusammengefasst, ist es einfach die Furcht einflößendste, die atemberaubendste, schnellste, schwierigste Abfahrtsstrecken der Welt. The most fun downhill. Yeah, and that's the reason why I'm here. Yeah. So to do it once in a lifetime. Really? I mean, it's the feeling you have at the bottom, it's, you can't find that in many yeah. ways. Yeah, yeah. It is really great to get this experience. For sure. Enjoy it. Cool. Yeah. Good luck, Travis. Als sehr erfolgreicher Skiläufer wirst du auch dort mitsprechen können. Und das hat mir immer gefällt. Von dem her war das für mich klar, wenn ich jemals die Chance kriege, dass ich da nochmal mitfahren darf und kann, dann muss ich das einfach nützen. Nein, aber so Steilung Aussport zum Beispiel, muss ich sagen, das ist nach wie vor wild. Finde ich das Ärgste. Also die ersten Fahrten und die ersten Herantastfahrten waren echt so, okay, das wird schon ein großes Projekt. Und das bedarf dann schon dann von mir hundertprozentigen Einsatz und etliche Skitage und Vorbereitung back to the roots. Steilung Ausfahrt, da sind halt voll durch. Ja, ist immer zu groß. Und das haben wir dann auch, glaube ich, sehr intensiv betrieben. Scheißweg, echt! Wir haben Granit. Ja. Geil. Ja, nett ist. Oder? Ja, schon was für Samp als Slalomfahrer. Zwischen Erleichterung und völliger Begeisterung, völliger voll ballert mit Adrenalin. Du schwingst ab und denkst, das war richtig geil, Gott. Und ich will nochmal. Hey? Hey! Schön, dich zum Sehen. Ja, schön, Ritterfeld. Jetzt rollt's dich, Alter. Ja, ruhig mit. Schon ein bisschen weinendes Auge. Matteo, good morning. Man muss schon sagen, also Hut ab vor dem Mut dieser Abfahrer, sei es Männer oder Frauen. Es ist wirklich schon eine wahnsinnige Herausforderung, was den Mut betrifft. Hey, du willst dich sauber. Ja. Ja. Mal probiert. Gut. Auf die alten Tage. Na, war cool. So, alles klar. Brutal cool, oder nicht? Schön, ja. Und die Traverse, im Training und so, wo du gehst, schon, wenn du gut triffst, geht es voll. Ja. Du schon? Geht, glaube ja, ich. Ja, ich schon, ja. Ich habe schon gesagt, wo ich es getestet habe. Ich habe gesagt, Marco wird heute halt das auf Zug fahren. Ja, es ist gut, dass ich Limit, gell? Wenn es von oben passt. Mhm. Gut, mach's gut. Alles Gute. Die Aufregung schon weniger, gell? Ja, schon. Kitzbühel, das war für mich immer schon das letzte große Abenteuer, was das Skifahren für mich betrifft, zwischen den Toren, wo ich einfach gewusst habe, okay, dieses Erlebnis, diese Erfahrung, Streif, die fehlt mir eigentlich noch.
und ohne den zeitlichen Druck zu wissen, es geht jetzt um jede Hundertstel, sondern es geht nur um Sekunden. Und dieses Gefühl, Teil der Strecke zu sein, ist wirklich was mega Schönes. Die Lust am Skifahren war mal komplett weg, logischerweise. Vor allem das erste Jahr nach meinem Rücktritt. Ich habe eigentlich mehr Skitouren gemacht als wie Skitage. Und jetzt ist es doch wieder sehr viel Skifahren, wo ich einfach merke, hey, das Skifahren, das ist so breit. Und ich habe so einen kleinen Teil, den habe ich kennengelernt und den habe ich ganz gut geschafft. Aber jetzt gibt es so viel zu entdecken. Es war wirklich ein Tag, den ich niemals vergessen werde. Ja.